GVC, ich habe mich so gefreut, zu euch zu kommen. Ich fühle mich so daheim. Schon einen Kaffee bekommen. Preis den Herrn, mein Name ist Mario Mosimann. Ich komme vom Kanton Zürich, von dem her habe ich nicht das Problem, wenn ich in Bern bin, muss ich immer sagen, ich komme da überhaupt mit. Und so. Zürich-Schnurri, gell? Und so. Hey, danke vielmals, dass ich nochmal kommen darf. Jonathan ist ja da auch irgendwo am Gast referieren. Kommt dann später noch. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Wir haben eigentlich heute Morgen gar keinen Gottesdienst. Wir haben vier. Gottesdienst findet in deinem Beziehungsnetzwerk statt. Und du bist ein Repräsentant. Wir haben das eigentlich das Meeting von Repräsentanten von Beziehungsnetzwerk. Und ich glaube einfach, dass Gott heute Morgen einfach da darf und soll ein Feuer in uns rein, entfachen, noch mehr. Oder Sachen aufdecken, wo wir Handbremsen angezogen haben und so weiter. Und dass wir nachher in das Zürich, oder gibt es Leute, die nicht vom Zürich Oberland sind? Sind wir mal ehrlich? Nein. Egal, niemand. Wirklich, sind alle aus der Gegend. Hey, da muss ich das Zürich Oberland anschnallen. Wenn ihr vollpumpen mit dem Jesus, Heiligen Geist, in das Zürich Oberland gehen, dann müssen sie sich anschnallen. Ich glaube einfach, dass Gott, Amen, genau, ihr dürft wirklich reinrufen, reinheben. Ich kenne das eher noch vom Ausland. Halleluja. Ja, genau. Kein Problem für mich. Ich kann sagen, jetzt hast du schon sechsmal gesagt, kannst du mal bitte ruhig sein. Ich bin dann auch ehrlich, gell? Also kein Problem. Bevor das ich vergisst, wir haben einen mega coolen Büchertisch aufgestellt. Wir haben verschiedene Sachen, die wir gratis haben. Ich habe zum Beispiel noch keine Biografie geschrieben, aber immerhin schon mal ein Traktat. Krasser als Herr der Ringe, verteilt das. Ich könnte sagen, hey, der komische Typ hat letztens so bei uns predigt. Lies mal seine Geschichte, wie der Gott gefunden hat. Ich könnte das gratis mitnehmen. Wirklich, ich habe 5'000 bestellt, also ich könnte genug mitnehmen. Es geht nicht um mich, aber versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach ein bisschen nebensnäher. Das hier ist ein Jubiläumsbüchli, Nachttischli-Lektüre könnt ihr mitnehmen. Gott sei Dank, wem sonst? Gell? Also könnt ihr gratis mitnehmen. Und dann habe ich noch ein paar Bücher, das für 2 Stutz, habe ich mit der Kerstin Hack wieder aufgelegt. Kreativ beten, vielleicht betest du immer ein bisschen gleich. Und ich habe sogar Gebetstischgebetstoster, wo du verschiedene Gebete rausjagen kannst. Ich habe leider ein bisschen zu wenig, aber muss man mehr bestellen. Einfach, wenn du mal ein bisschen anders willst beten, als der gewohnt ist, plötzlich bricht etwas Neues auf in deinem Leben und du merkst, aha, ich kann mit Gott auch im Wald reden, nicht nur in der Kirche und so weiter. Also, genau. Dann das da ist ein Schlager, gibt es schon über 40 Jahre auf dem Büchermarkt. Der kniende Christ, wer hat das nicht gelesen, das Buch? Okay, und du daheim, steck mal auf. Also, das ist wirklich, das ist immer noch ein Volltreffer, was das Thema Gebet betrifft. Der Autor unbekannt, finde ich auch noch cool. Bleibt ein bisschen, genau. Und wirklich ein Schlager, ich habe den schon 3 Mal gelesen, also es ist wirklich, trifft es voll auf den Punkt, wenn du merkst, hey, ich brauche einen neuen Schub im Gebet, es ist immer ein bisschen das Gleiche, dann kauf das Buch für 10 Stutz. Und dann das da gibt es schon länger auf dem Markt, das haben meine Töchter schon gelesen, Kinder, könnt ihr mich hören? Und es ist ein super schönes, aussagekräftige Bilder mit Gebet für Kinder drin, wo die Kinder lernen können, das situativ auf Gott zu hören. Und meine Töchter, also vor allem die eine Tochter, hat so richtige prophetische Radarnase, oder schickt mir immer so Bibelverse, die immer voll ins Schwarze treffen und so. Und ich glaube, unter anderem auch das Buch hat das bei ihr angeregt, aufgeregt, beeinflusst. Genau. Und das Letzte noch, der Report könnt ihr kostenlos mitnehmen, können abstellen, aktuelle Geschichten, mal ein bisschen von anderen Seiten, dass man mit den Medien gehört. Und sehr, sehr ermutigend. Report AVC alle 2 Monate. Nicht jeden Monat, nicht jede Woche, sondern alle 2 Monate. Und das da. Haben wir Lehrer unter uns? Ich weiss, es nervt dich. Ein Gleichnis, das nicht aufgeht. Aber wenn es dich nervt oder die Leute sagen, hey, was ist das? Das ist immer cool. Nicht gerade direkt mit dem Kreuz ins Gesicht, sondern. Kennen die Geschichte, oder? Schon. Weil Gott, Herr Lehrer, Sie haben den Faktor Himmel vergessen, oder? Genau. Also das. Danke, Fabio, für Büchertischmanagement. Ich habe meinen Kollegen mitgenommen, meinen Freund mitgenommen, der sich für Jesus entschieden hat vor 1,5 Jahren. Applaus, die beste Entscheidung, die man treffen kann, meine Lieben. Die beste Entscheidung, die man auf diesem Globus treffen kann. Ohne Jesus geht der Mensch ewiglich verloren. In gewissen Freikirchen darf ich das gar nicht mehr sagen. Und Jesus rettet uns. Und kommt auch und wird uns noch ganz retten. Wir sind ja noch nicht im Himmel, oder? Er wird zurückkommen und uns noch ganz heimholen. Ich bin so stolz auf dich, Fabio. Hey, man, freut euch auch drauf. Das ist wie eine schwangere Frau, verstehst du? Das sind keine Todeswehen, die endzeitlichen Sachen, die Todeswehen. Nein, das sind Geburtswehen. Zuerst wird es schwierig, aber nachher wird es super.
Und eine Frau, die Geburt, ich schiesse ein bisschen davon. Respekt darf man ein bisschen haben von der Endzeit, das ist kein Problem. Aber ich habe keine Angst. Oder? Weil du genau weißt, es kommt nachher das Kind. Und wenn das Kind mal da ist, jede Frau, die schon geschafft hat in diesem Bereich, also gedruckt hat, die weiß genau. Genau. Halleluja. Gut. Ich möchte ganz kurz noch etwas zu AVC sagen und nachher das Thema verbinden. Selbstwahrnehmung. Ich weiß, es ist ein bisschen speziell mit verfolgten Christen, aber ich wollte euch da ein paar Sachen mitbringen. Bringe mal den Titelbild. Also ich möchte euch kurz von der Wahrnehmung von der Welt, wo wir drinnen stehen, Wahrnehmung von der Zeit. Bringe mal schnell das Bild mit dem, genau, Tag. Aha, das bin ich noch gewesen. Ja, schnell noch meine Frau vorstellen. Das ist meine Frau, 29 Jahre geheiratet, die beste Frau vom Planeten. Die Töchter brennen für Jesus. Das ist ein riesen Gnadengeschenk. Ich habe viele Fehler gemacht in dieser Zeit. Jesus ist gnädig. Und schau mal, die Schwiegersöhne, der Dritte hat sich auch schon beworben, schriftlich. Kein Witz. Halleluja. Ja, er soll doch gerade eine Bewerbung schreiben, oder? Nein, ist mega herzig. Ich bin so stolz auf die. Genau. Also Wahrnehmung von der Zeit, wo stimmen, und dann auch Wahrnehmung von dir selber. Wer bist du eigentlich? Wer bin ich? Was bin ich? Wer bin ich? Manchmal übertrieben die Leute, hey, ich bin ein Dings, oder? Dabei kann man sich auch selber überschätzen. Und ich möchte mit euch in das hineingehen. Wie sehe ich das Reich Gottes? Kann mir überhaupt, gibt es Symptome? Kann ich das Reich Gottes überhaupt sehen oder sehe ich nur Symptome? Und nachher eben die Frage, von Christen tendieren manchmal zu Tagträumen. Christen wollen Wunder aufblasen. Es gibt die, und nachher plötzlich fangen sie an, irgendwie sich etwas einbilden. Und der Christen, wir sind, also religiöse Menschen, sind laufend Gefahr, von sich Sachen selber einbilden. Wahrnehmung, völlig verschobene Wahrnehmung. Völlig verschobene Wahrnehmung. Kein Realitätsbezug. Ich habe solche Leute gekannt. Ich habe mit denen Kirche gebaut. Ich habe mitgeholfen, eine Kirche aufzubauen. Und der eine hat völlig den Boden zu der Realität verloren. Und am Schluss hat er mit 3 Frauen Kind. Völlig, völlig daneben. Versteht ihr, was ich meine? Und wir laufen Gefahr, eine religiöse Scheibe zu haben. Ich möchte kurz noch in das hineingehen. Und Halleluja, ich bin ja unterwegs. Sagen wir noch schnell, dass der Plan da von der Welt wird. Wir sind ja unterwegs. Wir haben über 60 Länder, über 150 Projekte. Und ich bin da umreisen und lerne immer wieder Sprachen. Genau das. Lerne Sprachen, zum Beispiel in Chinesisch. Auf Chinesisch sagt man, weißt du, wie sagt eigentlich Großmutter auf Chinesisch? Kann kaum kauen. Weißt du, wie sagt man Glatzen auf Arabisch? Warda mal harda. Und auf Japanisch Bergsteiger, weißt du das jemand? Ist auch ein Japaner unter uns. Gut, wir sind nicht dort als AVC, aber hing am Hang. Genau, nein, blöd. Also, wir haben dieses Thema. Ich bin einfach, bring nochmal die Karte. Ich bin so geflasht und so ermutigend, was weltweit abgeht, meine Lieben. 2,6 Milliarden Christen. Es gibt kein Land, das grösser ist als Christentum. Nicht einmal China. Nicht einmal Amerika, Europa und China zusammen ist so gross wie die Organisation von Jesus Christus. Dürfen Halleluja flüstern. Und das Reich Gottes ist am Wachsen. Die Bibelchristen. Bibelgemeinden, Christen, wachsen seit 22 Jahren, jedes Jahr mehr, doppelt so viel wie die Weltbevölkerung. 30'000 Chinesen finden pro Tag zum Glauben an Jesus Christus. 200 Kirchen werden gegründet, jeden Tag. 5'000 Iraner, bring das Bild von den Iranern. 5'000 Iraner finden zum Glauben, jeden Monat, meine Lieben, jeden Monat, wenn das in der Schweiz passieren würde, stell dir das mal vor. Das meistverkaufteste Buch im Iran. Weißt du, was es ist? Luther. Von wo wissen ihr das? Ist doch gewaltig. Sogar Leute, die nicht einmal bekehrte Christen sind im Iran, kleben schon Fisch an das Auto und laufen mit Kreuzchen um. Die haben Nase gestrichen voll. Die dürfen nicht auf Farsi zu Gott beten, der Muttersprache. Die müssen Arabisch beten. Wie wir früher haben so Latein irgendwie Gott anbeten. Die haben Nase da oben und die Religion in diesem Land ist sich am implodieren. Wir haben gehört von Ayatollahs, die ihr das Geld abseilen ins Ausland. Verstehen Sie, das ist alles. Und das ist das Endzeitzeichen, Jeremia 49 am Schluss heißt, ich will das Geschick Elams wenden, spricht der Herr in der letzten Zeit. Und meine Lieben, wir sind genau in dieser Zeit. Der Euphrat ist fast trocken.
Der Euphrat ist noch nicht, nur noch ein Bächli an gewissen Ort. Ich war dort, in der Tigris auch, aber der Euphrat ist fast abgetrocknet. Rings a bell, Offenbarung, so nah sind wir, meine Lieben. Es ist eine mega spannende Zeit. Und Jesus hat auch gesagt, in der letzten Zeit werden wir, bringt den Vers von der Volk der Christen, werden wir gefoltert, getötet und von allen Menschen gehasst werden. Das ist ein Endzeitzeichen. Meine Lieben, vor 10 Jahren waren es 150 Millionen Christen. Weißt du, wie viele sind es heute? Open Doors. Ein Zettel der Christenheit. 340 Millionen verfolgte Christen. Allein in Nigeria, Boko Haram, erschießt die Leute vor laufender Kamera. Jede Woche kommen wir, bricht über, rate mal die Bilder durch, jede Woche, im Januar oder im Dezember oder Weihnacht, 40 Töten, 53 Kidnapper, von denen sind ein paar gerettet worden, 3 Christen umgebracht, dann das im Januar, im Kongo, ist das auch drauf, am 15. Januar an einem Taufgottesdienst, 40 umgebracht worden. Das höre ich nicht in den News. Das sind unsere Geschwister, meine Lieben. Das sind deine Brüder, dein Onkel, dein Cousin, deine Geschwister in Christus. Und der Teil vom Lieb Christi blühtet. Das ist on the rise. Das läuft. Das hat Jesus vorausgesagt. Er tut das nicht dem Ponyhofer versprechen. Aber er ist authentisch und wir müssen keine Angst haben. Und wir können ihm vertrauen. Und das gehört zur Jüngerschaft. Wenn du einem sagst, ja, Jesus, und alles ist in Ordnung, das ist Blödsinn. Es gibt zwei Kreuze, meine Lieben. Das Kreuz, wo Jesus gestorben ist, aber das Kreuz, wo du ihm nahtreibst. Und man gehört da zu wenig. Und das gehört in die Jüngerschaft hinein. Sonst züchten wir irgendwelche Ponyhof-Christen und das kann es nicht sein, oder? Und, aber doch dürfen wir uns freuen an der Ernte, die eingeht. Halleluja. Wegen dem Gebet noch schnell etwas sagen. Machen wir mal eine Gebetsnacht in der GVC. GVC, egal in welcher GVC. Machen wir mal eine Gebetsnacht da. Ich glaube neu ans Gebet. Meine Lieben, ich bin 18 Monate auf den Knien, eine Viertelstunde. Herr, schick das Evangelium von dir ins Königshaus von Saudi-Arabien. Hey, ich bin ja nicht ein Weltmeister im Beten. Aber ich bin wie ein Bipul-Terrier. Wenn er mal zugebissen hat, bringst du den Kiefer nicht mehr auseinander. Und wir müssen stur sein im Gebet, treu erfunden werden im Gebet. Ein Mann und eine Frau vom Gebet, ich spucke mega. Ein Mann und eine Frau im Gebet, es tut mir leid. Manchmal, ich spüre mich noch. Meine Frau sagt, ich spüre dich noch. Hast du noch die Selbstwahrnehmung? Und meine Lieben, letzten Frühling bin ich archäologische Ferien machen auf Midian, das ist Saudi-Arabien. Der wirkliche Berg Gottes, Horeb, ist dort. Ich war in der Höhle von Elia. Die saudische Regierung hat alles abgesperrt. Ich bin das filmen, reingeschlichen, Drohnen, Dinge. Es ist alles dort, meine Lieben. Die 3000 Gräber der Juden, die umgebracht wurden, sind an der ersten Pfingsten. Die erste Pfingsten ist ja dort, wo das Gesetz gegeben worden ist. Es ist alles dort, meine Lieben. Ich bin fast ausgeflippt. Bin ich vom Berg runtergekommen, in einen Splitter. Das Herz in die Hose. Ist das ein Stückchen von der First Version of the Big Ten? Von den Tablets, die Moses am Berg kaputt gemacht hat? Ich habe es genau nachgeschaut und zittert. Nein, das ist, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob irgendetwas drauf gehabt. Egal. Aber nachher, am zweiten Tag in Riad, meine Liebe, dann schallt das Telefon. Der Kollege schaut mich an, 10 Jahre älterer Kollege. Mario, wir sind heute Abend eingeladen bei den Brüdern vom amtierenden Kronprinz von Saudi-Arabien. Ich habe nur meine Trekkinghose dabei, Mann. Dann sind wir gegangen. 150 Botschafter vom Irak, CEO, Bankbesitzer, Fluggesellschaftsbesitzer, alle dort, du verstehst. Und vor allem, Leute fragten mich. Mr. Mario, hat er gesagt. Mr. Mario, what do you believe? Und ich so, ich glaube, dass Israel Messi mit seinem Blut meinen Platz im Paradies zahlt hat. Da geht der weltberühmteste Imam anfangen zu singen. Hey, meine Liebe, der hat 1,5 Milliarden Views auf seinen YouTube-Predigten. 1,3 Milliarden, 50 Millionen, 70 Millionen, hunderte von seinen islamischen Dings da. Ich dachte, was läuft genau? Nachher sind wir dann das Buffet los, Kamelrücken, alles dort, du mit den Händen alle essen, den Corona-Finger auf das Buffet los. Ich dort am Gemüse essen, verstehst du? Da hat mir einer erklärt, wie man durch den Rücken Fettpanzer durchgeht. Man muss durch den Fettpanzer bis da im Fett rein sein, um unten das Böckchen und das Fleisch. Nein, egal. Importiert das Gras von Neuseeland, das Biogras, und der Kamel geht es, um es nachher schlachten. Egal, ey, Wurst. Auf jeden Fall hocke ich dort mit meinem Kollegen am Essen, kommt der Imam und einer von diesen Prinzen zu mir und fragt uns, könnt ihr nicht nochmal kommen, mit euch über den Glauben von Jesus reden? Und ich so, okay, wir gehen 6 Tage in die Tüste, kommen zurück, und nachher sind wir zurückgekommen, meine Lieben.
Wir haben 90 Minuten über das Evangelium von Jesus Christus geredet. Sorry, Technik. Und beim Verabschieden, das ist der bäuerliche, schweizerische, nüchterne, heilige Geist, soll ich sagen, über mich gekommen. Ich habe, nicht mehr, ich habe mich noch fast nicht mehr gespürt von lauter Leidenschaft. Mister, ich sage jetzt den Namen nicht, kann ich dir die Hände auflegen und beten für dich, dass du die Offenbarung von Jesus Christus bekommst? Sagt er ja. Und ich so, okay. In the name of Isa Messi, give him a revelation who Isa Messi is. Amen. Der andere sagt, Amin, also das heißt auf Arabisch Amen, Shukran, ich sage Afwan, und ich so, er sagt Alhamd, er sagt Alu Akbar, ich sage Is Alu Akbar, Jesus ist gross, oder? Kein Problem. Halbe Stunde, meine Liebe, ich bin im Flügel gewesen, nur noch so. Ich habe gedacht, leck mir am Tschöpli, Gott, er hört ja unser Gebet. Verstehst du, was ich meine? Er nimmt dein Gebet ernster, als du dich selber nimmst. Come on! Ich sag's nochmal. Er nimmt dein Gebet ernster, als du dich selber nimmst. Die verdammten Zweifel haben kein Recht in unserem Leben. Lupf das Schild vom Glauben auf. Und bet, was das Zeug hält. Wuchern im Gebet. Bist stur im Gebet. Das lehrt Jesus, wie eine Witwe. Gib mir recht, gib mir recht, gib mir recht. Das lehrt Jesus. Und wenn du immer die gleiche Gebet hast, dann kaufst du ein Tischgebetstoaster. Da sind immer andere drauf. Halleluja. Wir müssen auf die Füße gehen. Next. Ganz kurz die Thailand-Bilder. Kommen wir an den Einsatz. Ich habe noch Platz im Team im Juli, August. 2 Wochen nach die Myanmar- und Laos-Grenze. Der Benji Morfer kennt ihn aus der Schweiz. Mehr Adresse Gottes. Ein paar von euch. Ein guter Freund von mir. Eine Woche bevor ich da war, der tauft der Benji Morf 1260 Buddhisten. Come on! In Thailand! Verstehst du? Nicht abgelöschte Christen, Buddhisten. Hey Benji, wie haben wir das gemacht? Wenn der Heilige Geist brütet, wie brütet hat oder hovert über gewisse Regionen, wo schon lange Menschen zum Glauben kommen, wo Christen sich in Schneckenhäuschen verziehen, wo wir schon lange, wir Schweizer Christen, wir sind Seals gewesen, Navy Seals, im Reich Gottes. Wir haben so viele Missionare ausgeschickt. Zum Teil sind Missionare aus der Schweiz mit einem Sarg unter dem Arm auf Afrika gegangen. Die liebten nicht ihr Leben und sind gegangen. Wo sind die Leute, die Missionare, die der Schweiz noch wieder gehen? Wo sind die Kirchen? Nicht irgendein Pinboard, wo 3-4 Missionare dort hängen und verstauben. Versteht ihr, dass wir wirklich nochmal den Auftrag wahrnehmen? Ich will euch nicht zu fest denken, aber es ist wirklich so. Halleluja. Und Gott ruft die Leute. Und nach einer Woche später, sagen wir mal, bin ich in einer Schule gewesen. Hey, Krotten, Böschen, 800 Schüler haben wir die Bibel verteilen in über 15 buddhistischen Schulen das Evangelium von Jesus gebracht. Die Lehrer wollten es mit beten mit den Schülern. Für Kranke beten. In der buddhistischen Schule, ich habe eine Bernerin mitgenommen. Ich habe nicht mal gewusst, dass die noch nicht bekehrt war. So esoterisch drauf war. Nachher sagte ich nach 4 Tagen, hey, wir können nicht einmal Piep sagen von Gott in der Schule. Ich bin gar noch nicht, ich kenne den Jesus gar noch nicht. Wie macht man das? Hat sie sich gerade entschieden für Jesus? Ist das nicht einfach gewaltig? Die offene Tür. Und Thailand war ein harter Boden, meine Lieben. Myanmar hat eine Wirkung. 70 Jahre, Myanmar hat 70 Jahre Bürgerkrieg. Aber vor 20 Jahren waren es 2% Christen. Weißt du, wie viel hat es heute? 8% von 53 Millionen. Die haben eine Wirkung. Problem, aber auch eine Wirkung. Thailand war ein harter Boden. Und jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an. Gehen in die thailändische Erde, vergessen euer Leben, eure Rente und säckeln das Reich Gottes. Halleluja. Next. Wahrnehmung von der Zeit. Ich möchte ganz kurz noch den Clip zeigen von meinem Bruder und mir. Kommen am Biketag, das ist so eine interne Werbung, und nachher gehen wir los. Achtung, fertig, go! Biketag. Ja, super! Ob es den Leuten dreckig geht. Oder Dreck am Strecken haben. Oder halt Dreck rauslösen. Am 2. September ist der AVC Benefits Bike Tag und wir radeln für Brot für Nordkorea und für Bibeln für Afghanistan. Bist du dabei? Ja, sicher! Du auch! Kommen wir biken für Jesus. Kommen wir das ganze Kille, du. Von Zürich bis auf Safnern machen wir ein cooles Festchen dann. Ich wollte ganz kurz auf das eingehen. Zeig mal das Bild von dieser Propaganda in Nordkorea. Als ich in Nordkorea war, da vor 3 Jahren, und vor Corona. Und meine Lieben, das ist, was haben die für eine Selbstwahrnehmung? Die haben 3 oder 4 Mal haben die WM gewonnen, angeblich.
Verstehen Sie, Pyongyang war Jerusalem vom fernen Osten. Es hat nie, in keiner Stadt in Asien hat so viele Christen gegeben wie in Pyongyang. Und heute hockt der Teufel auf dem Land. Beten wir für so Länder. Und wir haben dort Sojamilchfabriken, Bäckereien und Düngermittelproduktion. Und haben den ersten Platz gewonnen als kreative Entrepreneurs in Nordkorea mit der Düngermittelproduktion. Es hat den Berner uns ein Patent gegeben, wie man das macht mit Biodünger. Die Chinesen haben dann mit Chemiedünger ganze Böden kaputt gemacht. 3 bis 4 Mal mehr Reisernte mit dem Biodünger. Die flippen fast aus. Und dann sind wir sogar im nationalen Fernsehen gekommen mit dieser Firma. Ich glaube, jetzt kann das mal schnell laufen. Vollgespickt mit Propaganda. Ganz kurz. Ein bisschen Leute. Das ist unsere Fabrik. Das ist Propaganda. Das ist Propaganda. Das sehen wir, oder? 공장에서는 지대적 조건에 맞는 변모판 비료와 유기복합 비료 생산을 공업하는 데 맞게 질 좋은 유기복합 비료 생산을 늘려 농업. Wer hat's zahlt? Der Chef dort, sag jetzt den Namen nicht. Wer hat's erfunden? Auch der Chef dort. Aber der Himmel hat's gesehen, wer es macht. Halleluja. Die sind über Generationen unterernährt gewesen. Darum sind die, sehen wir das Bild von unserer Bäckerei, sind über Generationen unterernährt gewesen. 1,3 Millionen Nordkoreaner sind gestorben Mitte der 90er Jahre an Hungerstod. Und jetzt durch Corona ist wieder ganz, ganz schlimm. Und geschweige denn von diesen Camps, die diesen Todeslagern und so. Sagen wir das Bild von dieser Bäckerei. Die sind wirklich alle 8 bis 10 cm kleiner als Südkoreaner. Nein, das ist mit Agenten. Das ist mit der Bäckerei, hast du nicht? Okay. Ich hasse drauf. Oh, egal. Gut, next. Dann haben wir auch verschiedene Sachen. Wir arbeiten ja unter anderem auch, also sagen wir das mit dem, genau, das ist eine Hologrammbibel. Das ist mega cool, du kannst sie schütteln, dann steht der Bibelvers in der Luft. Und nachher, wenn jemand kommt, schmieren oder so, schluckst sie ab, dann musst du einfach dann wieder die aus dem Exkrement rausnehmen. Die können nicht einfach auftreten, so, jetzt lohne ich da mal so, läufst du gar nicht rum dort, oder? Und mit dem Kreuz sowieso nicht. Sonst, wenn du mal etwas Illegales posten willst, man verkauft am Büchertisch ein illegales T-Shirt mit einem Kreuz drauf. Über 50 Länder ist das Kreuz illegal. Es sind Chinesen, ich kenne namentlich Chinesen, die jetzt im Gefängnis schmoren, weil sie nicht wollen, dass das Kreuz von dem Dach runtergeht. Und jetzt wegen dem eingesperrt sind. Ich möchte in das Thema kommen, Selbstwahrnehmung. Das soll ein bisschen Wahrnehmung sein von der Welt, was ich jetzt erzählt habe. Auch, stellt euch vor, das wollte ich sagen, in dem Bubble, wo wir sind, in der Schweiz. Wer war schon mal auf dem russischen Google gewesen? Gibt es das überhaupt? Der arabische Google? Chinesische Google? Hey, ich muss nur sagen, wir sind in einem deutschen, englischen Google-Bubble. Und wir sind voll in dem drinnen. Und die Wahrnehmung lässt zu wünschen übrig, weil wir nur das bekommen, was wir sehen wollen. Und sehen, was ich meine? Da haben wir dann das Problem, wenn wir dann noch Selbstwahrnehmung gehen. Wertevorstellungen, die sich unheimlich, meine Lieben, wissen, wie schnell sich das verändert, gerade sexuelle Ausrichtungen und so weiter, wie schnell sich das verändert. Und ich möchte das Thema Selbstwahrnehmung noch reinkommen in den nächsten, wie lange habe ich noch, 10 Minuten? Halleluja. Was kann ich? Wer bin ich? Bin ich wer? Verbringen wir das Spiegelbild, da haben wir nämlich einen Applaus noch schnell für die Deko. Ich muss ja nur über den Spiegel. Aber es geht ja darum, um Selbstwahrnehmung. Wer bin ich eigentlich? Bin ich mehr als nur mein Körper? Was für ein Menschenbild haben wir? Oder in welcher Bubble rein? Also, was denkt unsere Kultur? Wir sind Körper, okay. Wir geben viel Geld aus für unseren Körper. Ich glaube, eins von Weltrekord weltweit. Nicht nur wegen der Krankenkasse, sondern Pharma inklusiv. Aber wir haben ja auch noch eine Seele. Haben wir mehr als das? Geist, von wo hast du die Information? Wieso weißt du das? Aus welchem Wort? Aha. Wer sagt, wer darf sagen, wer ich bin? Wer der Mensch ist? Bringen wir das Bild da von dieser Katze. Es gibt Tagträumer, die sagen, oh, ich bin der Nabel der Welt, oder? In mir steckt, weiß ich was, oder? Die Welt hat nur gewartet auf mich. Ich sehe jetzt den Kollegen von meinen Töchtern. Die Welt wartet auf mich.
Völlige Selbstüberschätzung. Das kann es nicht sein. Next. Wir müssen die Tatsache ins Auge schauen. Aha, eins weiter. Ich bin jetzt das Zentrum des Universums. Da gibt es die, die Unternehmungsseminar machen. Die sagen, okay, machen wir Selbstwahrnehmung, wie funktioniert das? Und dann erklären sie die sogenannte Johari. Wer kennt das Johari-Fenster? Okay, das haben, das haben alle so Schulungen schon gehabt. Sind tönt super, alles klar. Aber von welchem Menschenbild gehen die aus? Von ihrem Weltbild gehen die aus? Von einem humanistischen, oder? Es gibt gar keinen Gott. Oder wenn es einen Gott gibt, kannst du ihn wünschen, wie er sein will. Und ich finde es noch hilfreich, aber es fehlt ein grosser Teil, oder? Was ist die Öffentlichkeit? Wie sehen die Leute mich? Hey, dann läufst du einen Tag rum mit einem mega Eiterbückel und am Abend gehst du Zähne putzen, kommst vom Stein, ich habe das Hotel hier geschafft, und dann kommst du am Abend, hey, shit nochmal, was ist das für ein Bückel in meinem Gesicht? Ich bin den ganzen Tag so rumgelaufen. Dann sagt man, bring nochmal das Jahrefenster. Das ist ein blinder Fleck, oder? Also jetzt nur, nicht nur ein Bückel, sondern es gibt Sachen in meinem Leben, die andere sehen, die ich nicht sehe. Und alle sagen, du, wer sagt es am Prediger? Wer sagt es am Prediger? Wisst ihr, eine gute Firma, die reflektiert, eine gute Firma, die Feedback einholt, das ist eine erfolgreiche Firma. Wieso kann man bei den Kirchen so wenig Feedback geben? Wieso holen sich so wenige Prediger über ihre Predigt Feedback bei den Leuten? Oh, weil es eine heilige Kuh ist. Man darf doch den Prediger mit guten Freunden am Montagmorgen mal schreiben, jetzt hör mal auf die Böcken auf der Bühne. Das hat die Leute unter sich, das halten die nicht aus. Nimm doch nicht immer eine Stange, nimm doch Wasser zum Predigen. Nein. Verstehen Sie, was ich meine? Wieso dürfen wir nicht auch ein biblisches Feedback geben? Hey, was redest du für Zeug? Bring mal den Jesus den einzigen Weg. Das dürfen wir doch. Und wenn Pastors das machen, nicht den Menschen zu dir predigen, aber auch auf Menschen hören. Auch sagen, ja, hey, oder? Wo ist die Not? Wo stehen die Menschen? Jesus hat gesehen und auch geschaut, wo sind die Leute und hat die Leute abgeholt. Wo sind die Prediger, die mal beim Arbeitsplatz einen Kaffee gehen trinken? Du musst einmal in 5 oder 6 Jahren mal einen Kaffee bei einem vorbeigehen, 10 Minuten, und sagen, hey, da wohnst du. Und die Selbstwahrnehmung dort und Feedback einholen bei den Leuten verhindert uns, um in einer Galaxie abzuspacen. Und wenn wir bringen jetzt nochmal das Johari-Fenster bitte, da rechts, da unten. Und ich meine, das ist wirklich ganz ein hoffnungsloses Bild. Wer kennt mich? Wer kennt meine geheimsten persönlichen Sachen? Wer kennt das Unbekannte? Mann, das Unbekannte, das verunsichert mich. Wenn es keinen Gott gibt, bin ich allein in dieser Galaxie. Buonanotte. Wenn jetzt Menschen da innen hocken und da zuschauen, wenn du den Jesus nicht, wenn du Gott nicht persönlich kennst, Gott nicht in deinem Leben hast, dann bist du allein in dieser Galaxie. Ist das cool? Du kannst von Consulting zu Yoga-Freak, du kannst überall ansäckeln und wissen, was ist meine, wer bin ich selbst, was ist der Sinn von meinem Leben? Wer sagt mir, wer ich bin? Wer versteht mich wirklich? Nicht einmal meine Frau, ich habe meinem Chef, meine Frau versucht, etwas zu erklären, die haben mich einfach nicht verstanden. Über Wochen habe ich versucht, etwas zu erklären. Sie haben mich nicht verstanden. Du bist so allein in dem Innen. Und weißt du was? Jetzt kommt die beste Message, die es auf dem Globus gibt. Gott will in dein Leben kommen. Und wenn ein Mensch Gott einlädt, dann gibt es die Geheimnis, weiss der Vater. Und wenn ich mich ganz geliebt weiss, dass ich weiss, wie es da innen steht, dass er mich liebt hat und ich erlebe es aber auch. Das Christentum ist nicht nur im Kopf, sondern ich erlebe seine Nähe. Ich erlebe, dass er mich versteht. Es ist nicht nur ein verstandenes Christentum. Ich bringe das nochmal mit dem Dreieck. Genau, wir sind Geist. Nein, sorry, Herz ist super gewesen, sorry, ich stresse dich mega. Herz, der Mensch ist Geist, okay? Und das ist die Beziehung zu Gott und die Tür zu dem. Zu dem Geist ist das Gewissen. Das ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt alles. Ich bin nicht Hochprofessor, Psychologe. Aber und Intuition und so, und das hat gar kein Gewicht. Also Gewicht, das ist mega gewichtig, aber es hat kein physisches Gewicht. Next, Seele. Seele ist, glaube ich, so wahrscheinlich Gefühl, Verstand, Wille. Kannst du nicht schnell du da ankommen? Fabio, komm mal schnell, nur ganz kurz, nur ganz kurz. Könnt ihr nicht schnell da anstehen? Sehen die sie? Schau jetzt ganz kurz illustrieren. Ich bin zum Beispiel jetzt der Heilige Geist. Der Fabio ist der Geist vom Mensch. Der Susan ist die Seele. Und der Elias ist der Körper. Das sieht man auch, schau mal die Muskeln. Das ist der Körper, oder? Und jetzt gibt es tatsächlich. Bring nochmal das Bild mit diesen drei Dings. Jetzt gibt es tatsächlich. Das nächste Körpername vergessen. Das ist der Elias, der das
dunkel da. Okay, wenn Leute jetzt nur nach dem Körper rennen, so, und die Seele humpelt, oh, der Körper braucht noch ein bisschen Sport und immer noch Körper befällt und der Geist ist sowieso vergessen, den gibt es sowieso nicht. Hey, 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 da kommt der Heilige Geist, hey, stopp. Komm noch mal zurück, du heisst jetzt Fridolin. Fridolin, komm noch mal zurück. Der Fridolin, das ist der Seele und der Körper und der Geist von Fridolin, oder? Versteht ihr das? Hey, ich will in Beziehung treten mit dir, Fridolin. Und klopft das Herz, klopft das Gewissen. Und jetzt sagt, gib mir mal deine Hand. Ja, ich möchte. Es tut mir leid, dass ich dich ignoriert habe. Vergib mir, Jesus. Vergib mir, Herr. Ja. Halleluja, ich habe dich schon vergeben am Kreuz. Jetzt bin ich zusammen. Jetzt bin ich in sein Leben gekommen, oder? Und jetzt nehme ich den Geist. Und der Geist führt wer? Nicht der Körper, sondern die Seele. Und der Körper humpelt hinten dran. Und jetzt laufen die schön und sagen, Fridolin, lauf jetzt da rauf, komm. Lauf da rauf, Fridolin, ich führe dich den Weg. Hä? Komm nur. Genau, der Jesus, der Heilige Geist, führt in den Weg. Komm, Fridolin, schön. Genau. Dann kommt plötzlich die Seele, sagt, ich schieße da. Jetzt sagst du, ich schieße da. Nein, nicht du, du bist der Geist, der schießt nicht da. Aber sagt, ich schieße da, ich will lieber in den Fernsehen schauen. Und jetzt geht es wieder ein bisschen führen. Und der Heilige Geist, der Geist von nein, ich bin der Chef da. Er ist der Chef. Verstehen? Jetzt laufst du wieder schön, jetzt hat sie noch eine Strappe, laufen wieder am Platz. Seht ihr, das macht einen Applaus, bitte schön. Geist, Seele, Körper. Okay? Alles hat Gott lieb. Das ist dir, von dem aus müssen wir gehen. Du bist nicht allein in dem hinein. Weißt du was? Zur Selbstwahrnehmung kannst du grübeln in deiner Galaxie und du gehst verloren. Wir brauchen die Beziehung mit Gott. Wir brauchen das Wort Gottes, das uns orientiert. Der Fabio hat die Bibel durchgelesen in kürzester Zeit, weil er sich orientieren will. Was ist Gottes Vorstellung für mein Leben? Ich will orientiert sein, ich will es reflektieren. Nicht nur mich reflektieren, sondern die Bibel und die Bibel, mich mit der Bibel. Next. Und ich möchte euch ganz kurz, das ist die himmlische Ressource, meine Lieben. Wir haben himmlische Ressourcen mit der Bibel und die Beziehung mit Gott. Herr, wie siehst du mich? Nicht, wie sehe ich mich? Herr, wie siehst du mich? Manchmal spüre ich mich auch nicht mehr. Sagt meine Frage, spürst du dich nicht mehr? Ja, danke, dass du mich zurückholst. Ich höre auch auf andere. Ich höre nicht nur auf Gott. Ich höre auf meine Frau. Ich höre auf meinen Chef. Gott hat mir gesagt, du sagst mir gar nicht. Das ist Blödsinn. Sicher, Gott redet schon zu uns. Aber wir dürfen auch auf Leute reden. Da bin ich zu meinem Vater gefragt, du, ich will gerne heiraten. Aber du hast ja noch nie eine Freundin gehabt. Du musst doch zuerst mit der Frau ein bisschen üben und so. Was ist denn? Er hat es gut gemeint. Und ich so, ich habe den Rat bei meinem säkulären Vater eingeholt, zu meinen Ehren. Und die haben auch etwas Gutes zu sagen. Und wenn sie halt etwas sagen, das nicht ganz unseren Wert entspricht, dann kannst du spülen. Das ist kein Problem. Also los, nimm Feedback von anderen und los auf Gott, was Gott dir sagt, in seinem Wort. Und ich möchte mit euch noch ganz kurz den Psalm 139, den kennt ihr sicher. Und bring das Bild vom David. Zuerst der Saul, ganz kurz der Saul, Entschuldigung. Den kennt ihr, oder? Hat der reflektiert, hat der sich noch gespürt? Hä? Und er viel am David nachgeschossen hat, am Jonathan nachgeschossen hat und ihn aufspießen. Hat er sich noch gespürt? Hat er reflektiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Aber wir wissen vom David. Bring den David. Danke vielmals. Das Gewissen, gell? Ich tue den Imperativ. Der David, der hat jahrelang Wort Gottes gesungen. Ich kenne das, er reflektiert in der Bibel. Nimmst du dir Zeit, bist overcommitted und underconnected in der Beziehung mit Gott oder der Frau? Spürst du dich nicht mehr? Oder spürst du dich noch? Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege. Du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht längst wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen von deinem Geist? Wohin soll ich fliehen von deinem Angesicht? Lass es schnell, lass es daheim einmal. Das musst du eigentlich ganz langsam lassen. Stieg ich in den Himmel hinauf, bist du da. Betete mich ins Totenreich, siehe, auch dort bist du.
nahm ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer. Da würde dich mich doch mal deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht um mich sein. So ist die Nacht auch wie das Licht. Und Finsternis ist nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtet wie der Tag. Die Finsternis ist Licht. Denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleibe gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Der hat etwas reflektiert, an Natur reflektieren. Halleluja. Dass ich wunderbar gemacht bin. Nieren, Zellen, Hirni. Wie sind wir gemacht, Mann? Wie verdaust du dein Joghurt und deinen Käse und deinen Speck, wenn das isst? Hast du auch schon mal gemerkt, was du alles reinschobst, dass das alles irgendwie funktioniert? Das ist doch ein unheimliches Wunder. Ein unbelievable, also wirklich im entferntesten checken die Leute, unsere Sinne. Wir haben ja Sinne, wir nehmen ja unsere Sinne wahr, bringen einmal den Körper. Und unsere Sinne täuschen uns am Laufmeter, aber schon nur die Sinne. Ich habe einen Kollegen, der hat so eine Marketingfirma, wo er so Duftapparat mit neurophysiologischen Hirnmessströmen misst, bei Millionenbuden. Und Einkaufszentren zahlen dem unheimlich viel Geld, dass er genau im richtigen Moment den richtigen Duft rauslässt und die Leute kaufen, wie blöd. Bring nochmal das mit dem Körper. Eben, wir schmecken, wir riechen, wir sehen, wir hören. Aber die Sinn, die täuschen uns auch. Wenn du nur glaubst, was du siehst, dann steigst du nie mehr in den Zug ein, weil am Horizont siehst du, wie die Schienen zusammenlaufen, oder? Du musst konsequent sein. Ich glaube nur, was ich sehe. Hast du schon mal dein Hirn gesehen? Genau. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Danke, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und am Schluss sagt er, ich hasse alle, die dich hassen. Ich hasse sie mit ganzem Hass. Und nachher sagt er, aber Herr, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Er weiß, wie du es meinst, Mann. Manchmal kommt es doch schräg raus, vor allem meine Predigten. Aber ich sehe, wie ich es meine. Nein, er hat sich ja Mühe gegeben. Nein, es geht nicht um das. Aber verstehen, was ich meine? Und dass wir uns wahrnehmen, dem. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein paar Tipps geben, nachher gehe ich. Ganz kurz. Bring mal die Tipps. Reflektier dein Leben. Reflektier dein Leben. Du nimmst jeden Abend das Gebet von der liebenden Barmherzigkeit oder Dank, was ist gut gewesen, was schlecht gewesen. Du am Abend beten. Wie der David im Psalm 139. Er hat sein Leben reflektiert. Er hat sein Umfeld. Schreib dir das auf. Schreib dir das auf. Nächster Punkt, das sind die 7 Punkte, die krassen Punkte. Ich weiß nicht, bei 4, 5 Predigten in einem Ding sind. Rapportier dein Erlebte. Rapportier dein Leben, mach am Schluss ein Foto, wenn alle 7 drauf sind. Rapportier dein Leben, schreib dir auf, was du fühlst, schreib dir auf, was du erlebst, schreib deine Sünden auf, schreib deine Gebete auf. Hey, das ist so ein Power, wenn dir Sachen wichtig sind, schreib dir meine Gebete auf. Reflektier einmal pro Tag, einmal in der Woche. Nimm dir 1-2 Tage pro Monat Zeit, du kannst das, such die Einsamkeit. Mach mal Ferien mit dir selber. Ich mache jedes Jahr Ferien mit mir selber. 4-6 Tage. Seit Jahren. Und dann reflektiere ich alles, was ich aufgeschrieben habe. Und plötzlich, hey, dort habe ich das, hat Gott das erhört? Dort habe ich den Traum gehabt. Schreib dir das Zeug auf. Gott, red zu uns. Und dann prüf es mit der Bibel. Schreib dir die Bibelverse auf, die dein Herz nicht in Ruhe lässt. Es gibt doch Bibelverse, die dich seit Jahren beschäftigen und die anderen gar nicht interessiert. Aber dich bewegt es. Schreib dir das auf, klebt es dir an den Spiegel an. Tag, lern die Bibel auswendig. Reflektier das Wort Gottes und du wirst Jesus Christus reflektieren in dieser Welt. Bibelvers auswendig lernen. Rapportier, was du gemacht hast. Next. Alle Tage sind in dein Buch geschrieben werden gekommen. Wenn Gott ein Buch schreibt, können wir ja auch ein Buch mitschreiben, ihn kopieren. Retrette mit dir selber, habe ich gesagt. Gang mal in die Ferien mit dir. Next. Referenz bei anderen über dich einholen. Frag, wie die anderen dich erleben. Und du Buß. Frag mal deine Frau. Ein Unternehmen, das so eine Sondage macht. Das ist ein erfolgreiches Unternehmen. Mann, geh mal zu deiner Frau und sag, hey, was nervt dich an mir? Wo kann ich mich verändern? Sag das einmal. Und ich sage, wenn man das, immer ein bisschen andere Worte, aber wenn man das macht, das sind tolle Ehen, meine Lieben. Weißt du, wieso kannst du das fragen? Weißt du, wieso hast du Mut, zum Kritik einholen? Weil du weißt, wer du bist. Du weißt, du bist geliebt. Du weißt, du bist angenommen. Hey Mann, Gott glaubt an dich. Du kriegst es voll auf die Reihe. Langfristig hast du es voll im Griff.
Zwischen ihnen nicht, auch wenn die älter das wirst. Aber langfristig hast du im Griff. Wir schauen nicht nur auf den Körper. Wir schauen nicht auf den Körper. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Wir schauen auf das Unsichtbare, das ewig bleibt. Wir sind Geist. Viel mehr Geist als Körper. Viel mehr Geist als Seele. Ich glaube sogar, die Seele wird sterben. Und nachher, wenn wir die Auferstehungsliebe bekommen, wird die restorte Seele in den Himmel gehen. Die Seele, die wir jetzt haben, wird den Himmel sowieso nicht aushalten. Das ist viel zu schön. Das verjagt Gott den Grind, oder? Und es gibt keine Psychiatrien im Himmel. Er wird alle Tränen. Habt ihr das gehört? Er wird alle Tränen abwischen. Es gibt keine Psychiatrie im Himmel. Die sind voll in der Schweiz, gell? Und wer kümmert es? Wer betet für eine Psychiatrie? Meine Frau hat hier im Spital Oster geschafft. Leute, die dann Selbstmord machen. Da ist eine am Boden unten. Mit Pillenwillen, jetzt vor ein paar Wochen Pillenwillen, sich selber umbringen. Kommt der bei ihnen. Herr, was soll ich machen? Ich sitze der am Boden aber hat ihr das Gesicht in die Hand genommen und gesagt: Sag Jesus, hilf mir! Und ich, Debbie, was hast du gemacht? So Zeug macht doch ich. Mario, ich kann nicht anders können. Wir haben das Elend um uns herum und wir sollen uns wahrnehmen und auch unser Umfeld. Ganz kurz die letzten zwei Punkte, noch, was immer war, Punkt, oh, Referenz über andere, genau. Relax für Körper, Seele und Geist. Die Bibel sagt, Jesus erwartet Fasten, nicht nur Geld geben und beten. Tun du mal langfristig fasten, dann fängst du an zu spüren. Wenn du fastest, 1, 2, 3 Wochen, kein Problem. Fang mal ein bisschen an. Fang an fasten. Die Christen fasten nicht mehr, dann können sie sich auch nicht wahrnehmen. Willst du geistlich wachsen, musst du auch fasten. Matthäus 6 ist geben, beten und fasten. Wenn ihr betet, wenn ihr fastet, wenn ihr Geld gebt, ist normal für Christen. Ein Fasten will ich am Freitag. Nein! Fisch am Freitag. Nein! Fernsehfasten? Ja, okay. Nein, fasten mal. Nicht essen, nur trinken. Genug trinken. Und plötzlich, wenn du fastest, ich faste 1, 2, 3 Mal im Jahr, Woche 2. Wenn du fastest, man sieht es doch nicht unbedingt, ist das, ja, egal, es ist ja nicht nur der Körper. Natur fastet. Ein Bär fastet 4 Monate im Lethargo im Winter. Fang mal an fasten. Deine Augen werden schärfer, du kannst besser schmecken, deine Traumwelt wird aktiviert. Hey, fasten, come on! Und zwar das fröhliches Fasten, nicht so eine Fresse reissen. Okay, letzter Punkt. Ja, ja. Halleluja, es gibt kein Mittag, oder? Ich habe mehr Zeit fürs Tischgebet. Genau. Also Raum dem Herz geben. Und die, die jetzt da unter uns sind, die völlige Kopfmenschen sind, das ist auch eine Charaktersache. Tu mal einfach etwas aus dem Magen entscheiden. Ich weiss, es braucht Mut. Mach mal etwas nach dem Herz. Meine Frau ist so ein Herzentscheider. Ich finde sie so mutig. Mach mal, wenn du in einen Kleiderladen gehst. Ich sehe das, es hat aber nur den Preis. Tu mal einfach mal wagen, aus dem Herz entscheiden. Und plötzlich, weißt du was denn? Plötzlich spürst du, dass vielleicht das Kind in dir, plötzlich spürst du, hey, ich lebe. Hey, ich muss immer so, Verstand, alles nur so. Nein, mach mal einen Entscheid, plötzlich lebst du. Schatz, heute Abend gehen wir fett essen. Oder ich habe meine Töchter, die Perioden bekommen haben, wo sie ins Erwachsenenalter gekommen sind, hey, ich lade dich ein, ein Fingering, ich lade dich in das Vollsternhotel und dann wird da mal gegessen, wir zwei zusammen, ein Date, come on. Und dann haben sich die Töchter gefühlt, hey, wow, stehst du, Glitzer, Gloria, Halleluja. Letzter Punkt haben wir gesagt, nein, da haben wir noch nicht gesagt, jetzt kommt es. Gehen wir mal ans Limit mit Sport. Hey, Ausdauerläufer, merkt, wenn sie ans Limit gehen, wie der Rhythmus ihnen hilft, sich zu spüren. Und du erweiterst dein Ding, kannst schwimmen, kannst Velo fahren, kannst joggen. Geh mal, kannst irgendwie pumpen, geh mal ans Limit, bis du erschöpft bist. Das darf man, das ist okay. Und plötzlich tut mit dem Körper, redet zu unserer Seele. Und meine Frau hat seit 2 Jahren, betet sie wieder auf den Knien, auf diesen Schemeli. Kennt ihr die Holzdinger da? Du kannst unten hin, dann ist es nämlich relativ bequem und doch nicht zu bequem, dass du nicht einschlafst. Und sie tut jeden Tag knallhart 30 Minuten, 3 Tage einen Bibelvers durchkatsch, nur vom Schemeli, oder? Und die ersten 5 Minuten, ich habe gar nicht gefragt, ob ich das sagen darf. Ich könnte die geistliche Begleitung zu ihr gehen, das war gerade noch eine Werbung. Nein, aber ich könnte, das ist kein Witz, sie hat den Kurs gemacht bei der VBG. Auf jeden Fall kannst du, Mann, was soll ich jetzt sagen? Nein, ich bin jetzt gerade fertig, ich habe nicht mehr 5 Minuten. Oder was hast du gesagt? Ah, die ersten 5 Minuten. Ja, und dann einfach mal in die Gegenwart von Jesus kommen.
Weißt du, nicht bla bla bla, so wie ich gerade Vollgas habe, beten, sag nicht den und gebe, ich bete jeden Sonntag für euch, weißt du, so, ich habe auf meiner Liste. Nein, sondern einfach mal 5 Minuten, sip your lip. Und jetzt bist du einfach von der Gegenwart von Gott. Und jetzt tut sie einfach mal atmen. Das ist nicht Yoga, das ist einfach mal atmen. Und plötzlich merkt sie, hey, ich mache gar nichts zum Atmen. Das atmet selber. Oder konzentrierst du dich aufs Schnaufen jetzt? Nein, plötzlich merkt sie, Gott hat mir Leben gegeben. Und du bist da. Und das ist einfach nochmal etwas anderes. Ich bin das am Lernen, ich kann es besser. Halleluja. Hey, danke vielmals. Hey, Ben, komm doch. Okay, 1-2 Minuten. Ich habe wieder überzogen, es tut mir leid. Joni, gib mir nachher Schimpf, genau. Aber ich wollte einfach, dass er mit, lesen die Bibel ganz durch, lernen die Bibelvers auswendig. Tönt fasten, nicht nur für dich fasten, sondern mit Jesus zusammen, ihn besser wahrnehmen, euch wahrnehmen. Und dann passiert etwas. Und auch die Ernte wahrnehmen, meine Lieben. Buße tun, Wort Gottes wahrnehmen. Was passiert in meinem Leben? Der Kontext von meinem Leben. Was gesagt, der Kontext von der Bibel? Und wenn das nicht zusammengeht, meine Lieben, dann dürfen wir Buße tun. Wie der David. Vergib mir meine unbewussten Sünden. Vergib mir, dass ich seit Monaten keine mehr Bibel geschenkt habe. Ich habe einen Auftrag. Ganz, ganz kurz. Ich war in Locarno am Preachen. Und nachher sagt er, ich habe die erste Liebe verloren. Mario, kannst du beten für mich? Und dann hat er gesagt, das ist ganz schlimm. Du hast die erste Liebe verloren. Ich finde es super, dass du es merkst. Aber hey, è così grave. Hai perso il primo amore. Jetzt hast du die erste Liebe verloren. Du hast einen Auftrag, Junge. Businessman, älter als ich. Schön, Akle. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der ist vor meine, das war 2 Wochen, vor meine Knie gefallen, hat seinen Kopf zwischen meine Knie da. Und er hat gesagt, Jesus, pardon, vergib mir Jesus, vergib mir Jesus, vergib mir Jesus. So, 1 Minute lang. Und ich, wow. Aber zu ihm, und jetzt, an diesem Besten, vergib mir Jesus. Jetzt sagst du, danke hast du mir vergeben. Grazie, mir perdonato. Danke hast du mir vergeben. Und dann aufgelupft. Dein Name ist Felice. Brühl so lang, bis Gott dir Jünger schenkt. Dass du den Auftrag von Jesus kannst wahrnehmen. Und dann kommst du mit deinen Jüngern in den Gottesdienst feiern. Aus eurem Netzwerk. Ihr habt so viel Platz innen noch. Halleluja. 2, 3, 4 Gottesdienste. Halleluja. Das wird kommen. Wer möchte das? Ja, oder gesagt, wer glaubt das? Wer möchte es glauben? Komm, wir stehen doch auf. Wir haben hinten Face-to-Face. Jetzt ist eine Anbetungszeit. Wenn du merkst, hey, ich gehe auch hinten beten, weil der Umsatz am Büchertisch ist mir egal. Also nicht ganz, aber ich gehe beten. Ich will einen Herzumsatz für den Himmel. Hey, wenn du merkst, ich bin blockiert. Ich habe Angst. Ich kann nicht von Jesus erzählen. Ich bin einfach besetzt. Ich nehme die Bibel an, ich schieße mich an, fast. Ist recht. Komm noch, wir beten für dich. Setzen uns frei. Und dann säckeln wir mit Jesus. Dann rennen wir in dem Zürich oben an. Und dann noch mal sehen, was Jesus auf dem Kasten hat. Vater, ich danke dir für meine Freunde da. Und du siehst, wir sind unperfekte Reden und alles. Aber ich weiss, Jesus, du redest zu uns. Du willst etwas freisetzen in unserem Leben. Und ich danke, bist du voll dran. Und ich bitte, dass wir jedes reflektieren, jedem Leben, jedem wahrnehmen. Dass wir vor allem dich wahrnehmen, Geist Gottes. Dass wir aufs Unsichtbare schauen, auf unsere wahre Identität, die viel, viel mehr verhebt. Dein Wort wird nicht vergehen, Himmel und Erde werden vergehen. Wir wollen uns festheben an deinem Wort. Auch wenn die Gesellschaft ganz etwas anderes sagt, zum Teil. Wir danken, dass du jetzt wirkst in unseren Herzen, wenn wir da so am Arbeiten sind. Dass wir können uns untereinander, füreinander beten und freisetzen im Namen Jesus Christus von Nazareth. Wir beten dich von ganzem Herzen an, Jesus.